Nicht weit entfernt von der französischen Stadt Orange besuchen wir Europas größte Krokodilfarm in der Nähe von Pierlat. Auf rund 8000 Quadratmetern suhlen sich hier Krokodile und Riesenschildkröten in erwärmten Wasserbecken zwischen angeblich 600 Pflanzen aus den Regionen, die ihre Art Wohlbefinden vermitteln. Auf bequem und vor allen Dingen sicheren Stegen begegnen wir hier als zwei von jährlich rund 300.000 Besuchern, Vertretern von insgesamt 23 Krokodilarten, die sich zoologisch in drei Familien aufgliedern. Vor unseren Augen ruhen meistens wie ausgestopft erstarrte Krokodile vom afrikanischen Nil, teilweise albinisch mutierte Alligatoren aus dem Mississippi und Kaimane aus dem südamerikanischen Guyana. Thank you.
Bewegen sich all die gepanzerten Riesenechsen, schwimmen sie gar durch ihr künstliches Paradies, vermittelt sich dem Besucher im südfranzösischen Pialat die ganze tropische Heimat der Krokodile, ohne selbst von ihren gewaltigen Zahnreihen zerrissen werden zu können. Dem Besucher geschieht nichts, selbst dann nicht, greift er hinein in den mysteriösen Kasten, der im Tuchfühlung mit der stets kalten, glatten Haut der Echsen suggeriert. Und so verbleibt im Muße, sich mit dem Anblick der sich scheinbar friedlich und betulich bewegenden Riesenschildkröten zu befassen. Diejenigen, die sich hier versammeln, leben auf den Seychellen, auf Galapagos und im Bereich der afrikanischen Flüsse Nil und Niger.